Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Hast du schon mal etwas von einem Beefhammer gehört? Wenn nicht, dann solltest du dir dieses Video unbedingt anschauen, denn wir machen einen Beefhammer aus dem Dutch Oven. Und wenn du wissen möchtest, wie man den macht, dann bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, dann klick gerne unten auf Abonnieren und abonniere den Kanal und am besten aktivierst du auch die Glocke, denn dann verpasst du auch nichts mehr, wenn es etwas Neues gibt. Und du siehst, der Beefhammer, der wird hier schon vorbereitet. Das ist ein Stück Beinscheibe im Grunde, wo der Knochen rausgearbeitet ist und der wird mit Senf bestrichen und dann wird er gesalzen und gepfeffert. Und nachdem wir das Ganze vorbereitet haben, legen wir jetzt mit den anderen Vorbereitungen los. Und da gibt es ein bisschen was zu schnibbeln. Als erstes Mal habe ich hier Paprika. Und das ist eine sogenannte Tiger-Paprika. Ich werde nämlich immer in den Kommentaren gefragt, was ist das eigentlich für eine Paprika? Das ist einfach nur eine Züchtung aus einer roten und einer orangen Paprika. Und die sieht dann so schön aus. Die gibt es hier im Rewe-Markt. Und ich kaufe die tatsächlich nur, weil es im Video dann unglaublich schön aussieht. Schmecken tut die wie jede rote Paprika auch. Es geht hier halt wirklich nur um die Optik. Und ihr habt es schon gesehen, der Tim ist heute am Start und der schnibbelt diese Paprika jetzt in kleine Streifchen. Das solltest du auch tun, denn das wird unsere Soße hinterher für den Beefhammer. Die Paprika, die kannst du erstmal zur Seite packen und wenn du das gemacht hast, dann weißt du, was kommt, nämlich eine rote Zwiebel. Ich habe mir gedacht, wir haben das schon länger nicht gesehen hier auf dem Kanal, deswegen zeige ich dir mal einmal, wie man eine Zwiebel richtig schält und schneidet. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, dann wirst du es noch nicht wissen. Das hier ist der einzige Kanal mit der echten und der wahren Zwiebelliebe. Dementsprechend, wenn du zur Zwiebelarmee gehören möchtest, pack es unten in die Kommentare. Ich feiere es hart und freue mich tierisch darüber, wie das Ganze so läuft. Denke auch tatsächlich inzwischen darüber nach, nicht mal T-Shirts damit zu machen oder sowas. Oder Hoodies. Vielleicht kriegen wir da ja mal ein paar Leute zusammen, die da Bock drauf haben. Und jetzt schneiden wir noch Gemüsezwiebeln, denn eine Zwiebel kommt selten allein. Und dann wird einfach eine Gemüsezwiebel bzw. zwei Gemüsezwiebeln noch runtergeschnitten. Das genaue Rezept, das gibt's wie immer am Ende vom Video. Und wenn ich sage genaues Rezept, dann ist es bei uns so, wir schreiben die komplette Zutatenliste. Das Rezept, das ergibt sich immer aus dem Video. Aber die Zutatenliste, die bekommst du natürlich am Ende oder unten in den Kommentaren. Einfach auf die Kommentare vom Travis achten. Vielen Dank an dieser Stelle für deinen Support. Nach dem Zwiebelschneiden ist vor dem Knoblauch schneiden, sage ich immer. Und wir brauchen zwei Zehen. Das hier ist jetzt ein Zehenknoblauch. Der ist einfach ein bisschen dicker und handlicher. Ist ein bisschen milder im Geschmack, aber stinken tust du danach ganz genauso. Den einfach grob runterhacken und dann war es das tatsächlich schon mit der Schnibbelei. Jetzt können wir uns dem eigentlichen Gericht zuwenden. Und wir haben die Kohlen als erstes Mal richtig ordentlich durchgeglüht und die gießt du jetzt auf eine feuerfeste Unterlage. Im Idealfall entweder so ein Dutch Oven Tisch oder zum Beispiel eine Waschbetonplatte. Hauptsache, du steckst den Garten nicht in Brand und jetzt wird da ein Dutch Oven draufgestellt. Wir haben unseren schon mal ein bisschen vorgeheizt, damit das alles ein bisschen schneller geht. Den stellst du auf die glühenden Kohlen und du siehst, wir haben hier maximale Oberhitze und natürlich einen riesigen Dutch Oven, damit dieses Stück Fleisch da überhaupt reinpasst. Und was hat es mit dem Stück Fleisch überhaupt auf sich? Ja, Rinderbeinscheibe kennt jeder, aber hier hat man natürlich ein ganz anderes Verhältnis von Knochen bzw. Knochenmark zu Fleisch. Und ich habe das bei unserer heimischen Metzgerei hier gekauft, bei der Metzgerei Kirchhoff. Wer aus der Gegend in Attendorn kommt, kann ich nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Die machen nämlich sowas gerne auch mal auf Sonderbestellung. Und ich habe das durch Zufall irgendwo gesehen und habe gesagt, Mensch, kannst du mir das nicht schneiden? Und die haben gesagt, jo, sicher. Und was macht man dann am besten? Genau, man packt es in den Dutch Oven, weil so hat man nämlich vom Knochenmark natürlich den kompletten Geschmack hinterher in der Soße drin. Und ich kann dir schon jetzt verraten, das ist ein Knaller. Du siehst, was wir getan haben. Wir haben den Beefhammer von allen Seiten ordentlich angegrillt und jetzt kommt das Gemüse ins Spiel. Als erstes mal unsere Zwiebeln, die einfach in den heißen Dutch Oven reingeben und dann einmal kurz durchrühren. Als nächstes ein bisschen Zucker, das löst das Ganze ein bisschen besser an und natürlich Salz für den Geschmack.
Und jetzt wird ordentlich durchgerührt und wie du siehst, aktiviert sozusagen der Zucker und das Salz direkt die Zwiebel. Und das alles wird ein bisschen schneller gar und auch schöner, weil der Zucker eben zusammen mit den Zwiebeln schön karamellisiert und durch das Salz tritt natürlich Feuchtigkeit aus. Knoblauch hinzugeben und das Ganze nochmal durchrühren. Den Knoblauch geben wir übrigens immer danach hinzu, damit der nicht die komplette Hitze vom Dutch Oven abbekommt und bitter wird. Und dann die Paprika mit dabei packen. Die Paprika dann durchrühren und jetzt geht's daran, ein wenig Flüssigkeit anzugießen. Und zwar haben wir als erstes als Flüssigkeit sozusagen das Tomatenmark. Das ist auch das Einzige, was du nochmal mit anbraten solltest. Und danach ist es mit Braten nämlich nicht mehr ganz so einfach, denn jetzt kommt ein bisschen Sherry hinzu. Da ich ja auch Zuschauer habe, die Kinder im Haus haben, wenn du keinen Sherry nehmen möchtest, ist das kein Problem. Lass ihn einfach weg. Das tut dem Geschmack jetzt nicht so viel Abbruch. Das kannst du ruhig machen, ist überhaupt kein Problem. Was du aber machen solltest, ist ein ganzes Glas Barbecue-Soße im Dutch Oven zu versenken und Rinderbrühe zu nehmen. Ja, Rinderbrühe unterstützt das Ganze und du hast dann eine schöne cremige, sämige Soße und natürlich dieses Gemüse. Wenn man jetzt denkt, okay, das ist jetzt aber ganz schön wenig in dem Dutch Oven, das stimmt. Aber wie gesagt, wir haben diesen FT12 nur genommen, damit halt eben dieses unglaublich große Stück Fleisch da reinpasst. Du kannst das Rezept übrigens auch nachmachen, wenn du jetzt sagst, hey, ich würde das gerne mit einer Rinderbeinscheibe machen oder sowas. Kein Problem, mach das einfach. Jetzt packen wir die Kohlen oben und unten auf den Dutch Oven bzw. unter den Dutch Oven und dann heißt es geschlagene 3-4 Stunden warten. Und nach 3-4 Stunden sollte das Ganze so aussehen. Warum 3-4 Stunden? Ganz einfach, je nachdem wie viel Fleisch du da dran hast, dauert das länger oder eben nicht ganz so lang. Nimm es am besten raus, wenn du es noch schneiden kannst, aber es schon schön zart ist und nicht erst, wenn es komplett zerfällt, sonst hast du Pulled Beef. Das hat auch natürlich was Schönes mit der Soße zusammen, aber in dem Fall wollten wir es halt schneiden und jetzt kannst du es anrichten und dann entweder mit Kartoffeln servieren oder auch zum Beispiel mit Reis oder ähnlichen Geschichten. Die Soße, die gibst du oben drauf und wenn Soße übrig bleibt, dann gibst du die auf gar keinen Fall weg, sondern dann frierst du dir die ein. Das ist ein idealer Ansatz, zum Beispiel für ein Gulasch oder für jegliche andere Schmorgerichte, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, das so zu machen. Und wenn du weitere Rezepte rund um den Dutch Oven suchst, dann kann ich dir unser Dutch Oven Buch ans Herz legen. Den Link dazu findest du unten in den Kommentaren. Ich bedanke mich sehr bei dir, dass du bis hierhin zugeschaut hast, wünsche dir eine schöne Zeit, würde mich über einen freundlichen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Bleib mir gerne gewogen, bis zum nächsten Mal, mach's gut, tschüss! We'll be right back.